Facelift. Ist das ein richtig neues Auto oder einfach nur ein bisschen neue Schminke? Rein optisch ist die Frage in diesem Fall schnell beantwortet. Mercedes hat der E-Klasse ein völlig neues Gesicht verpasst. BMW hat sich nur einen neuen Lidstrich gegönnt. Aber technisch ist deutlich mehr passiert. Mercedes hat sich ins Zeug gelegt, um dem äußeren Schein auch innere Werte folgen zu lassen. Besonders die feine Lenkung und der bärenstarke 3-Liter V6 Biturbo haben es uns angetan. Am Ende wird auch der bei 250 km/h eingebremst, aber der Benz fährt jetzt mit 333 PS vor und hat damit einen satten Vorsprung vor dem BMW in unserem Vergleich. Bei der Beschleunigung auf 100 macht sich das allerdings nicht bemerkbar. Dafür ist das Drehmoment höher und überraschenderweise ist der Testverbrauch niedriger als bei den Münchnern, und zwar ziemlich deutlich. Lediglich 8,8 Liter will der Stuttgarter bei unserer Verbrauchsrunde haben. Und das, obwohl der Sternenkreuzer nur mit einer 7-Gang-Automatik aufwarten kann. Für den Wohlfühlfaktor kommt ein luftiger Innenraum und der immer noch unschlagbare Sänften-Charakter dazu. Trotz Facelift bleiben bei der E-Klasse ein paar kleine Schwächen erhalten. Da wäre zum Beispiel fehlende Stauumfahrung, wie sie BMW zum Beispiel bietet, in Echtzeit. Oder auch, dass verschiedene Funktionen des Sitzes hier nur im Zentraldisplay einstellbar sind. Ansonsten kriegen wir bei Mercedes aber erstmals auch ein bisschen Sportlichkeit in der E-Klasse. Und zwar vor allen Dingen über den Motor. Der geht richtig gut zur Sache, unterlegt das Ganze mit einem leichten sportlichen Grollen. Das bringt Laune. Und bei dem ganzen Mercedes den Komfort nicht vergessen. Der ist immer noch allerbest. Wir haben viel Platz, das Fahrwerk federt super. Rundrum ein gelungenes Paket. Dieses Paket hat allerdings, und das gehört zu Mercedes traditionell dazu, einen sehr hohen Preis. Fast 63.000 Euro kostet unser Testwagen. Eine Sitzheizung oder Leder sind nämlich leider nicht serienmäßig zu haben. Genau dieser Luxus kostet bei BMW keinen Aufpreis. Trotzdem ist der Münchner nicht wirklich günstig. Auch der Fünfer kostet nicht ganz 60.000 Euro. Dafür bekommt man weiterhin einen laufruhigen Reihensechszylinder. Der hat zwar deutlich weniger PS als die Mercedes-Maschine, aber er macht mehr draus. Typisch BMW bleibt der Fünfer die sportlichere Limousine. 306 PS sind ja auch nicht gerade wenig. Damit geht es wie auch beim Benz in 5,9 Sekunden auf 100. 400 Newtonmeter Drehmoment sind zwar weniger als beim Stern, dafür liegen sie etwas früher an. Der Verbrauch ist mit 9,9 Litern in unserem Test immer noch gut, aber wie es richtig geht, zeigt der Mercedes. Andersrum gilt das für das Getriebe bei BMW. Die Münchner bedienen sich bei ZF und fahren mit einer nahezu perfekten 8-Stufen-Automatik vor. Da kann die 7-Gang-Automatik von Mercedes nicht mithalten. So richtig modern wird es dann im Innenraum der Münchner. Nicht nur das Design wirkt frischer, sondern auch die Technik ist weiter vorn. Wenn man dem Fünfer sein Facelift äußerlich nicht so deutlich ansieht, ist es innen wirklich auf den Punkt gelungen. Tolles Display von der Navigation mit Echtzeit-Stauumfahrung. Dazu, wie bei Audi schon bekannt, inzwischen auch ein kleines Touch-Display, kleines Touchpad, wo man Adressen mit dem Finger direkt draufschreiben kann. Sehr gelungen, sehr edel innen auch. Dazu die bekannten BMW-Tugenden, die man ja so liebt. Sportliches Auto, sehr handlich, sehr agil, toller Reihensechszylinder. Alles das, was man unbedingt haben will. Und von daher ist der Fünfer absolut spitze. Der BMW ist weiterhin der dynamischere Charakter. Er macht einfach mehr Spaß und ist handlicher zu fahren. Die Frage ist nur, ob die technische Evolution der Münchner reicht, um die Stuttgarter zu schlagen. Mercedes hat für das Facelift seiner E-Klasse richtig viel Geld ausgegeben. 1 Milliarde Euro haben sie reingesteckt. Und das sieht man dem Auto nicht nur an, optisch deutlich modernisiert, sondern es fährt sich auch so. Es ist richtig gut geworden. Toller Komfort und noch viel erstaunlicher, der Motor ist eine echte Granate. Der E400, ein V6, geht richtig gut zur Sache, ist richtig schnell unterwegs und macht den Mercedes ein bisschen sportlich, obwohl seine Domäne nach wie vor der wirklich überragende Komfort bleibt. Der BMW, auch gerade frisch geliftet, der Fünfer, allerdings weniger auffällig, zurückhaltender, nichtsdestotrotz sehr gelungen. Der BMW bleibt ein stattliches, ein souveränes Auto, sehr fahraktiv, sehr handlich. Der Motor seitenweich, rein Sechszylinder, nicht ganz so komfortabel wie der Mercedes. Aber am Ende spielt er mit der E-Klasse absolut auf einem Niveau und letztendlich entscheidet diesen Vergleich der Preis. Und da liegt der Mercedes vorn, leider in der falschen Richtung. Die Preisgestaltung des Sterns war schon immer selbstbewusst, aber in diesem Test verspielt der Daimler seinen fast schon sicher geglaubten Sieg. Einfach nur durch seine Kosten. Beide treffen sich auf höchstem Niveau, aber BMW bietet in dieser Klasse einfach mehr Auto fürs Geld.